So. Attenzione! Meine Güte, du! Diese alle wissen, wie gierig sie alle sind. Wie funktioniert das? Wie geht das? Ja, 7 Ziele und nur 6 Schuss. Ein Revolver. 6 Schuss. Wichtig ist, geladen wird heute auf der Stage. Auf Position 1. Okay? Mehr nicht. Ein Revolver, 6 Schuss. Also, das ist das Silberdollar-Schießen aus Hartmoor. Ihr kennt es noch nicht, wir kennen es aber. Schade, dass Mike heute nicht da ist. Vielleicht an dieser Stelle mal kurz Werbung für Papenburg. Ja, und liebe Grüße an Mike. Hallo, mein Peniken. Wir sind nächstes Jahr im August im Papenburg bei den Papenburger Shooting Days. Und ihr dürft natürlich alle dabei sein. Da machen wir das Cowboy Action Shooting. Unter anderem wird dort auch das Silberdollar-Schießen gemacht. Bedeutet, ihr könnt heute einen Dollar gewinnt. Der beste Schütze gewinnt heute einen Dollar. Wie gesagt, nochmal von vorne. Ein Revolver, 6 Schuss. 2 Positionen. Die ersten 3, also wichtig ist, es müssen alle Ziele getroffen werden. Das ist die einzige Voraussetzung. Mit diesen 6 Schuss. Wenn ein Schuss daneben geht, ist alles gut, wenn ihr alle 5 geschossen habt. Wenn ihr jetzt natürlich 2 daneben gesammelt habt, dann habt ihr ein Ziel definitiv nicht getroffen. Okay? Der Silberdollar gewinnt nur derjenige, der alle Ziele getroffen hat. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, wir haben nur einen Silberdollar. In Papenburg haben sie mehrere. Mike und ich und ich glaube noch 5 andere. Wir waren welche von den glücklichen Gewinnern, das wollte ich nur was kurz zu sagen. Ein Applaus. Nee, kiss du nicht. Hast du selber drum betteln? Nein. Und wie schießt Schleinspur hier auf? Das war voll gemein. Also, wir müssen dann hinterher stechen. Mal angenommen, wir haben jetzt 2 Schützen, die alles getroffen haben. Dann müssen wir ein Stechen machen. Also du und wer? Ich weiß, nee, heute weiß ich. Und du? Und ansonsten müssen wir das mal irgendwie aufschreiben. Gewinnt derjenige, der die meisten Treffer hat. Okay? Also nicht nach Geschwindigkeit. Und wenn es zum Schluss, nicht nach Geschwindigkeit. Ihr könnt euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Und ihr beginnt hier vorne. Die ersten 3 Ziele. Dann den Revolver bitte hochhalten. Rübergehen zu Position 2 und dann die anderen beiden Ziele beschießen. Das ist das vorletzte Ziel. Wir müssen ja mal ein bisschen Christbaumkugelschießen trainieren. Muss ja ein bisschen anspruchsvoller sein. Ne? Also 10 Meter treffen eure Revolver in dem Kreis. Deiner vielleicht. Nee. Ich hab aber keinen German Love, bei mir trifft das nicht. Nee, ich schon. Vielleicht trifft ja auch heute keiner. Ist hier und wie gesagt, der beste Schütze gewinnt. Gewinnt dann. Ja. Also du darfst anfangen. Du bist erst da. Heute gibt's kein Shooter Rally. Kein Piep. Keine Zeit. Das bringt mir doch total. Ich guck mir nur alle zu. Warum? Das macht mich doch nervös. Hau doch alle ab. Beeindruck. Warum alle ab? 5 reingemacht. Weiß ich nicht. Oh. 6 reingemacht. Ja? Alter Falter. Du hast hier mit Scharfschützen zu tun. Also, 4 Stück getroffen. Zielen. Also, zielen kannst du nicht, ohne dass du dir spannend hast. Doch, kann sie. Die kann doch zielen. Doch, ja. Okay. Schieß, warte mal. Du musst die mittlere noch. Schieß die mittlere, versuch den nochmal. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt geh rüber. Ich glaube, da war nichts mehr drin. Das rechte Ziel, das große. Der hat einmal zurück, den Hand zurückgemacht. Nochmal.
Nochmal. Nochmal. Jetzt muss er kommen. Ja, ja. Oh, wow. Ah, zwei Kreuzwürfe. Oh. Kreuz. Kreuz. Einen hast du noch. Konzentrier dich. Ah! Aua! Wir sehen aber auch nicht, wo er hingeht. Und der war mittig. Doch könnte er. Ist ja der zweite Schuss dann. Ja. Jetzt, scheiße, jetzt weiß er, wo er hinschießen muss. Na gut, also 1, 2, 3. Ja. Ruhe! Bitte erst, also in Zukunft bitte erst spannen, wenn ihr. Ja, aber ich warte. Schon mal gut. Guck, er mit seiner Tuning-Knarre hier. Tuning-Waffen, weißt du? Ja. Leuchtvision. So. Können wir da mal Kontrast hinterbringen? Leuchtmunition. Schön den Leuchtspur geschossen. Oh. So. Auf Bratpfannen. Nee. Ähnlich, ne, auf kleiner. Ja.
Wäre dann irgendwo nach, ich weiß nicht, wenn ich Heidelberg geschickt worden wäre oder irgendwas in den nächsten 10, 15 Jahren. Das hätte dann auch dort gestanden. Ich hätte ihn zur Verfügung halten müssen, dann nach meiner Dienstzeit. Vorbild habe ich geschossen. Du auch? Ja. Aua. Nee, ich habe aber das Übungs- und Wachschießen nicht. Ja. Schade. Nein, alles gut. Da geht das nicht. Wo sollen sie den runterbrechen? Ja. Ja. Einmal kannst du noch. Jo! Revolver, schön noch. Ja. Haben wir unten? Ja, ja. Das ist ja viel zu pitzelig. Das kann ja keine Sau treffen. Daumen weg. Bitte, bitte. Das ist Daumen los. Das ist Daumen los? Ah. Oh. Einen hast du noch? Ja. Bitte, bitte. Ah, hier, der nächste Soldat. Ja, ich hätte uns den Patronenlager gehabt. Yay! Yay! Ich wollte es ein bisschen spannender machen. Ja. Wollte ich auch. Ich? Oh, dann schade. Und schon wieder daneben. Ja, ich hab sogar noch ein bisschen übergehabt. Wenn du ihn. Nein, das reicht. Wer macht das, Simon? Kann man zurück? Nee, ihn hat was geschluckt, das hat er nicht gebrochen. Jetzt wird er nervös. Vier. Ja, ich weiß nicht, wo er hinkommt. Scheiße. Das kommt nicht auch so. Oh, schade. Wir haben ihn abgelenkt. Ja, das sollte man mal üben. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott sei Dank. Nein, du musst das ja so. Aber das so. Ja, Ja, da habe ich nicht Ping gemacht. Nee. Da war nichts drin. Okay, das waren glaube ich vier, ne? Nein. Noch eins. Der erste ist übergezogen gewesen. Ja. Aber. Puh. Oh. Hey. Getroffen? Mhm. Und getroffen? Drei. Oh, immerhin. Gut. Oh. Hey. Hey. Ganz ruhig jetzt. Hey! Na? Nee. Mal nochmal. Ganz ruhig. Ah! Ja. Moment. Ich hab mal ohne Brille. Scheiße. Das war's. Ich muss heute Nacht eben im Hochwagen schlafen. Oh.
Yay! Yeah. Drei, immerhin! Ja, sag doch mal! Ich hab jetzt auch drei. Puh, echt? Hilfe! Achso! Ganz ruhig! Ja, das war schon mal. Weißt du, hier kommen wir an den Stechen. Nee, jetzt nicht mehr. Also war das doppelte Zufall vorhin. Ja. Drei. Immerhin. Ganz ruhig. Jetzt ganz ruhig. Und jetzt der ganz ruhig jetzt. Einer noch. Jetzt kommt der, pass auf. Yeah! Okay. Das war's. Leer machen, leer machen, leer machen. Hat beide, alle drei getroffen. Ja. Jawohl. Sauber.